Hallo Leute, heute gibt es ein neues Video hier auf Robson Town und ich wünsche euch frohe Ostern, auch wenn man das glaube ich erst am Ostersonntag macht, aber was soll's, ich wünsche euch zumindest frohe Feiertage und eine tolle Eiersuche, auch wenn das immer ein bisschen pervers klingt, wenn man das so sagt, kann man es doch trotzdem mit einem Riesengrinsen sagen, Eiersuche, okay. Gut Freunde, das Thema könnt ihr schon im Video nehmen, Postfach. Endlich habe ich ein Postfach. Nach 3 Anläufen bei der Deutschen Post hat es endlich geklappt, dass sie mir ein Postfach einrichten. Und zwar an dieser Adresse, die jetzt hier 50 Mal draufsteht. Und während ich jetzt einfach während dieses Videos rede, habe ich beschlossen, mir diese Adresse hier, damit ihr sie auch gar nicht vergesst, die ganze Zeit zigmal ins Gesicht zu kleben. Weil ich das irgendwie lustig finde, wenn es so hält. So, Freunde. Übrigens, Postfachadresse ist also, bitte nutzen Sie unsere Adresse, Postfach 350464 in 10213 Berlin. Das heißt, ihr müsst dann noch DVD-Kritik dazu schreiben. Oder Robson Town, aber schreibt DVD-Kritik hin. Ihr schickt es einfach an DVD-Kritik in, ich ziehe das jetzt hier eiskalt durch, in Postfach 350464 in 10213 Berlin. Ihr könnt es auch die ganze Zeit hier lesen. Ich fühle mich ein bisschen wie Herr Tutorial, wenn er sich eine Maske macht. Ich mache mir eine Postfachmaske. So, Freunde, wie geht's euch sonst so? Übrigens zum Pflanzen-Update. Ich muss mal aufpassen, das fällt dir alles ab, wenn ich die ganze Zeit rede. Zum Pflanzen-Update. Die Pflanzen sind schon voll groß. Ich musste sie schon einmal umtopfen zwischendurch. Und ich musste sie umtopfen zwischendurch. Und bald werde ich sie raussetzen in ein Beet. Scheiße, ich kann gar nicht so reden, wie ich die ganze Zeit dachte. Aber das finde ich trotzdem lustig. So, was macht ihr so zu Ostern? Habt ihr schon Geschenke bekommen? Aber eigentlich kriegt man die erst morgen, ne? Und ist es bei euch auch so, dass man ab einem gewissen Alter keine Geschenke mehr kriegt? Bei mir ist das total so gewesen. Ich hatte das Gefühl, ab dem Tag, wo ich 18 geworden bin, gab es keine Geschenke mehr. Zu Ostern und zu so kleinen Sachen, zum Nikolaus und so. Blödes Erwachsenwerden, das hat seine Nachteile. Leute, ich find's richtig witzig. So. Ist dieser Kleber giftig? Bestimmt nicht. Das könnte auch dezent ein Product Placement für die Deutsche Post sein. Bei der ich nur 3 Anläufe gebraucht habe, um dieses Postfach einzurichten. Ihr könnt mir jetzt also alle lustige Sachen schreiben. Jetzt mal ein paar Sachen, ich wollte ja noch was Inhaltliches sagen. Ihr müsst nur darauf achten, dass... Ich gucke die ganze Zeit ins Display, weil es so kacke aussieht. Ihr müsst bloß darauf achten, dass alles, was ihr schickt, weil ganz viele Leute haben geschrieben, Robert, ich würde die gerne mal schreiben. Und das könnt ihr auch gerne machen. Ihr könnt auch gerne Sachen schreiben, die für Edin sind. Und die lesen wir dann in Zukunft oder ich in Zukunft bestimmt vor. Hier in so Postfach-Videos alle 2 Wochen oder so. Das heißt, wer schreibt, findet bestimmt eine Erwähnung hier. Und ihr könnt auch an Edin schreiben. Der freut sich sicherlich auch sehr gerne. Und der wird bald mal wieder hier auch im Video drin sein, wenn er Zeit hat. Und könnt alle Sachen schicken, die ihr wollt. Es muss bloß, das ist wichtig, mit der Deutschen Post verschickt sein. Das heißt, wenn ihr es da hinschickt, es passen keine Pakete bei DHL oder so rein. Ihr könnt also nur so Maxi-Briefe, wenn ihr irgendwas reinpacken wollt, weil Leute irgendwelche Skizzen oder so malen, was ich voll lieb finde, weil voll viele Leute engagieren sich. Muss ich auch mal sagen, ihr schreibt mir manchmal Mails, die sind so lang, dass es unglaublich ist, wie lang die sind. Ich habe hier immer noch, guck mal, wir haben noch ein bisschen zu tun hier. Ihr müsst also Sachen schicken, die alle in einem Brief passen und mit der Deutschen Post verschickt werden, sonst kommen die nicht in dem Postfach an. Und die werde ich mir alle holen und mich total freuen. Und ja... Ey, guck mal, das ist wie so ein Nasenpflaster. Da muss man ja eigentlich eine viel bessere Atmung gleich kriegen. So. Freunde, für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben und ständig in meinem Gesicht lesen, mein Postfach ist übrigens 350464 in 10213 Berlin. Und da müsst ihr einfach DVD-Kritik noch dazu schreiben, sonst kommt es nicht an, ne? Vergesst das nicht, ne? So. So, Freunde, wer will mich jetzt noch heiraten, ne? Ihr schreibt mal hier... Robert, willst du mich heiraten, aber hier mit den ganzen Dingern? So. Ich fühle mich wie im Briefkasten. Beim Schauspiel ist das schon Method Acting, glaube ich, hier. Ich fühle mich wie eine Adresse, wie ein Postfach. So, was kann ich eigentlich noch Spannendes erzählen? Freunde, Kim Jong-il, was sagt ihr eigentlich zu dem? Hat er nicht einen Arsch offen? Hat die Nacht den Krieg erklärt? Ich glaube, der reißt uns noch alle in ein tiefes Loch. Interessiert euch politisch? Schließlich, ich wollte euch wirklich mal fragen, wenn ihr mir jetzt noch ernsthaft zuhört. Ich wollte euch ernsthaft fragen, Freunde, wie findet ihr es, wenn wir zum Bundestagswahl so ein bisschen die Wahlprogramme der Parteien durchgehen? Ich finde das einen guten Bildungsauftrag, wenn wir hier auf YouTube wahrnehmen könnten. Wenn, oh, ich sehe die Lücken nicht auf diesem Display. So, wo fehlt noch was? Wartet. Oh, ich muss das auf Instagram posten. Okay, wenn dieses Video online geht, habt ihr es schon auf Instagram seit 2 Stunden gesehen. Aber... Das finde ich einfach zu lustig. Ist schon das Gute daran ist, wenn man ein bisschen korpulenter ist wie ich, in Klammern dick, dann hat man auch eine größere Gesichtsfläche, wo mehr Aufkleber drauf passen. So. Da über die Augenbrauen. Meint ihr, aber das kann ich bestimmt alles schmerzfrei abziehen, oder? So, auch hier. So, Freunde. Jetzt wiederholt die ganze Zeit, während ihr mir zuhört, wo ihr eure Postsachen hinschicken könnt.
Oh Mann, ey. So, das ist übrigens die Postfachmaske, Freunde. Ihr nehmt euch einfach ein paar Aufkleber, die lacht ihr jetzt drauf, die lasst ihr dann 20 Minuten einziehen. Und dann müsst ihr die mit warmem Wasser wieder abspülen. Dann ist eure Haut total frisch. Ich schwör's euch. Ich sollte Beauty-Guru werden. Ich entwickle zumindest neue Ideen. Oh, scheiße. Der Aufkleber jetzt gerade hat meine Lippe dazu gebracht, sich so fest zu kleben, dass ich nicht mehr richtig reden kann. Und wer jetzt lacht von euch, der ist doof. So. Hat ein bisschen was von Mike Myers. Jetzt bräuchte ich noch eine Kettensäge und ab geht's. Okay, Freunde. Noch 4 Aufkleber. Dann haben wir's. So kann man übrigens Entertainment machen. Man braucht nur ein paar Aufkleber. Da braucht man nicht mal viele Schnitte. Man macht einfach so. Die Mimik lässt auch nach. Ich fühle mich gebotoxt. Jetzt kann ich mich endlich mal in so Sylvester Stallone und so reinversetzen, weil den finde ich ja cool, aber so viele deutsche Promis in Anführungszeichen, die immer so schön operiert sind. Nein, nein, ich bin nicht operiert, nein, nein, ich habe keine Aufkleber im Gesicht. Ungefähr so wäre das. Genauso ist das mit den operierten Menschen manchmal. Also wenn man jetzt am roten Teppich wäre und fragt, sind sie operiert? Nein, nein, dann könnt ihr mich jetzt fragen, haben sie Aufkleber im Gesicht? Nein, nein. So, Freunde, vorbei mit dem Schwachsinn, den jetzt Aufkleber. Und ich sage es nochmal, Freunde, wenn ihr mir schreiben wollt, schreibt ein DVD-Kritik oder Robson Town, aber schreibt lieber DVD-Kritik auf den Brief drauf. Dann kommt es an Postfach 350464 in 10213 Berlin. So, fertig ist der Lack. Hier, zu. So, Freunde, das war's für heute. Ich wünsche euch ein tolles Osterfest. Folgt eurem Herzen, es ist und bleibt das Wichtigste. Mach's gut, bis ganz, ganz bald und tschüss.